Moin, ihr Figurensuchtis, und herzlich willkommen zurück bei Christainment. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um Iron Man. Natürlich im Doppelpack. Zweitplatzierte in dem Voting von euch, Happy Hogan und der Mark 21 Midas im Doppelpack. Marvel Legends Infinity Saga. Zwei sehr coole Figuren, aber wie cool die sind, gucken wir uns gleich mal an im 360 Grad Video. Erstmal schauen wir uns hier die Box an. Was sehen wir da? Wir sehen natürlich einmal den Happy Hogan komplett, den Mark 21. Auf der Rückseite haben wir dann auch Informationen zu den beiden Figuren. Die stehen halt eben hier. Die Informationen werde ich euch gleich mal vorlesen, wenn wir die Figuren uns direkt anschauen. Es ist relativ einfach gemacht. Ihr habt im Hintergrund halt die Avengers-Zeichen und das war's. Und eben die beiden Figuren. Jetzt hole ich die einfach mal schnell raus. Aus der Box raus, beide Figürchen, einmal Happy und einmal den Midas. Liegen sehr gut in der Hand, natürlich klar, passen sehr gut zu den anderen Marvel Legends Figuren. Was mir direkt aufgefallen ist, ihr könnt natürlich die Weste von Happy ausziehen, wenn ihr das wollen würdet. Wir haben zwei Wechselhände, natürlich die Repulsorenhände, damit wir den Schusseffekt oder eben den Flugeffekt darstellen können vom Midas. Und natürlich, wie jedes Mal oder wie so oft, die Repulsoreneffekte an sich für beide Hände. Happy hat ein riesengroßes Zubehör dabei, das kann ich euch so gar nicht zeigen, weil sonst geht das verloren. Das ist super dünn und super klein. Das ist ein Mobiltelefon. Ich versuche es gleich mal im Video zu, aber das seht ihr wahrscheinlich überhaupt nicht. Das kann er auch natürlich richtig schön in die Hand nehmen und hoffentlich nicht verlieren. Aber wir schauen uns die Figur jetzt einfach mal im 360 Grad Video an. Wir fangen an mit Happy Hogan. Ich finde natürlich, die Likeness finde ich gar nicht schlecht getroffen. Also man erkennt, wer es sein soll. Auch das Auto finde ich sehr cool. Wir haben sehr viele Bewegungspunkte. Schön schwarzer Anzug, schwarze Krawatte und sein Mobiltelefon. Mehr Zubehör gibt es bei der Figur jetzt nicht. Happy! Happys Bewegungspunkte sind wirklich nicht schlecht. Ihr kennt das ja von Marvel Legends Figuren. Wir fangen mit dem Kopf wieder an. 360 Grad sind möglich. Hoch, runter, auch super. Schulter geht auch. Also wir haben 360 Grad in der Schulter und hoch und runter. Es geht jetzt ein bisschen schwerer, den zu drehen, weil der Oberarm-Cut hier, der ist ein bisschen sehr leicht. Also da muss man aufpassen, wenn man die Schulter dreht, muss man den festhalten. Aber Oberarm-Cut hat er ebenfalls auch. Dann natürlich Doppel-Ellbogengelenk und ein Knickgelenk in der Hand. Und natürlich 360 Grad drehen, geht auch. Jetzt schauen wir uns mal unter dem Mantel, was er da verbirgt. Den könnt ihr theoretisch den ausziehen. Das ist ein etwas weicheres Plastik. Krawatte hoch. Ihr seht schon hier den App Crunch. Also er kann einen Diener machen oder ein bisschen, bisschen in die Rückenlage gehen. Dann hat er natürlich ein Hüftgelenk. So beim Mantel. Na, das ist auch schon was, was ihr rauskriegt. Ist schon nicht wenig an Spagat. Ihr habt einen Cut im Oberschenkel. 360 Grad. Ihr habt ein Doppelkniegelenk. Die sind sehr schwergängig, was ich sehr gut finde. Sowas mag ich gerne, weil dann gehen die halt nicht so schnell aus dem Leim, also die leihen nicht so schnell aus. Dafür kein Bootcut. Und der Fuß, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Der Pin ist hier reingesetzt, also hier vorne drin. Nicht unten, sondern hier vorne. Das heißt, ihr müsst den echt vorsichtig. Ihr könnt den bewegen, aber wirklich vorsichtig bewegen, sonst brecht ihr den Pin hier im Schuh ab. Und dann war es das mit Happy. Dann ist Happy nicht mehr so happy. Beim anderen Bein natürlich dasselbe. So, Happy hat natürlich auch ein riesen Accessory dabei. Sein Mobiltelefon. Und also, das ist das Erste, was ihr verlieren werdet. Guckt euch mal, wie klein und dünn das ist. Also mir ist es vorhin schon mal runtergefallen und ich habe es gesucht. Also, ihr müsst echt aufpassen. Am besten in die Hand geben. So, hier ist ein bisschen schwergängiger, dass das nicht verliert. So, also Happy mit seinem Telefon. Kommen wir zu Midas. Midas, ja, ihr kennt das, ihr kennt wahrscheinlich die Sage Midas, der König Midas, der den Fluch bekommen hat, alles was er, oder der hat sich gewünscht, dass er, wenn er alles anfasst, oder alles was er anfasst, wird automatisch zu Gold. Das wurde zu seinem Fluch, selber schuld. Das wurde der Name dieses Iron Man Mark 21. Farbgebung finde ich sehr cool. Auch die Gelenke sind recht gut versteckt. Passt sehr gut zusammen alles. Was ich richtig gut finde, zeige ich euch jetzt mal hier. Ihr könnt auf dem Rücken den Flugmodus quasi bewegen. Ihr könnt die vier Klappen aufmachen.
ist eine Kleinigkeit, finde ich aber richtig gut. Das macht nochmal einen richtig coolen Effekt, wenn ihr den richtig schön posen wollt. Der Midas, Iron Man Midas. Oder ja, einfach nur Midas, Iron Man Midas ist ja Quatsch. Ja, ich mag die Figur, klar, ist ein Iron Man Suit, von daher. Wir fangen trotzdem direkt an. Kopf, 63 Grad. Auch ein bisschen hoch runter geht auch, oder vor und zurück. Nicht viel wegen dem Helm, aber es funktioniert. So, jetzt kommt das mit den Schultern. Die Glocken hier, die könnt ihr hochdrücken. Das ist so ein richtig, ja, weiches Plastik. Aber es geht einigermaßen. Also ihr könnt eigentlich was rausholen. Dann ist nämlich das Gelenk auch ganz normal wie bei anderen auch. 360 Grad, ihr könnt das auch drehen. Jetzt dreht sich natürlich auch wieder der Oberarm-Cut mit. Aber ihr könnt den Arm, hier seht ihr, 360 Grad drehen. Oberarm-Cut, Doppel-Ellbogen-Gelenk. Und wir haben einen Knick in der Hand und natürlich könnt ihr die Hand auch 360 Grad drehen. Jetzt nehme ich mal eben beide Arme auseinander, damit wir weitermachen können. Oberkörper könnt ihr auch wunderbar benutzen. Durch die Rüstung eben halt nicht so weit nach vorne oder nach hinten. Nach hinten geht weiter als nach vorne. Nach vorne ist hier Schluss. Nach hinten geht es ein bisschen weiter. Dann Hüfte gibt es hier keine. Aber wir haben natürlich dann auch begrenzten Spielraum in den Beinen. Ihr habt einen Oberschenkel-Cut, den könnt ihr machen. Wir haben ein Doppelkniegelenk, das ist natürlich mit dabei. Und hier ist der Fuß auch leichter als zum Beispiel bei Happy. Könnt ein bisschen wackeln und vor und zurück geht auch sehr gut. So, Lille, wir haben natürlich auch noch Sachen zum Auswechseln. Wir haben jetzt hier die beiden Hände, das sind die beiden Fäuste. Die können wir ganz leicht rausnehmen. Und dann haben wir die Repulsorenhände oder die Schusshände. Södele. Falsche Hand. Jetzt hat er die linke Hand. So, richtige Hand. Hier, so, jetzt geht's los. Und natürlich den Effekt. Den steckt ihr einfach auch da drauf. Und dann könnt ihr entweder Midas schießen lassen. Oder Midas kann dann eben fliegen. Aber das ist das, was ihr bei Midas erwarten könnt. Happy und Midas aus der Infinity-Saga Doppelpack. Mega, ich mag die Figuren, klar, Iron Man. Aber ich finde es cool, dass Happy auch mal dabei ist in so einem Doppelpack. Was ich sehr krass finde, ist dieses Zubehör vom Telefon. Ich habe es vorhin beim 30 Grad Video fallen lassen aus Versehen. Ihr sucht es. Passt bloß auf, dass ihr dieses Telefon-Ding nicht verliert. Das ist so dünn und so klein, dass das erste Zubehör sofort flöten geht. Also in ein paar Jahren werdet ihr wahrscheinlich haufenweise Happys irgendwo finden, ohne Telefon. Das Zubehör ist wirklich schnell zu verlieren. Passt auf das Ding auf, wirklich. Midas finde ich klasse, alleine diese Action hinten mit den Flügeln. Dass ihr die Flaps aufmachen könnt, richtig cooles Detail. Und man kann ihn super posen und er wird natürlich wunderbar zu meinen anderen Iron Man aus der Legends-Reihe passen und wird auch dahingestellt. Happy auch, dann hat Stan Lee ein bisschen was zu quatschen. Ich mag das Set gerne. Was sagt ihr denn dazu? Sagt ihr, ja, so ein Set ist auf jeden Fall endlich mal cool, muss auf jeden Fall mal dann sein? Oder sagt ihr, oh, das ist jetzt nicht so mein Fall, ich kaufe mir lieber einen Spider-Man. Kann natürlich auch sein. Lasst mir gerne mal eure Meinung zu diesen Sets in den Kommentaren da und gerne auch einen Daumen für das Video oder lasst auch gerne ein Abo da. Wird dem Kanal helfen und natürlich auch Tony. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und State Nerdy. Ihr Figurensuchtis.